portal. Wish I, wish I had a portal gun. Wish I had a portal. Wish I, wish I had a portal gun. To be an Aperture Science client would be like a dream. Hey yo, my brain has been craving it back since Portal hit Steam. No commute to work, I'd have a Portal Express with a blue one in my closet, orange one in my desk. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit Blackridge. Wir sind ja hier an diesem Aufzug stehen geblieben. Wie ich euch versprochen habe, geht es natürlich hier genau weiter. Und begeben uns auch in den Fahrstuhl und fahren mit dem weiter und hoffen auf weitere Tests. Ich habe letztens schon eine Resonanz gezogen, deswegen denke ich mal nicht, dass ich das jetzt noch erweitern muss. Das letzte ging jetzt eine gute halbe Stunde. Das ist eigentlich das Maximum, was ich an einem LP haben möchte, eine halbe Stunde. Länger würde ich es mir auch nicht angucken, ganz ehrlich. Wenn ich es mal überschreite, dann seid mir bitte nicht böse. Ich gucke nicht auf die Uhr, wann ich angefangen habe. Also jetzt ja, habe ich mir auch mal sollten aufgeguckt. So, hoffen wir mal auf schwerere Tests. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ich finde es aber toll, dass ich mich selbst sehe. Und wo bist du angekommen? Das ist natürlich, ja, das macht Sinn, nicht. Setzen das mal noch ein bisschen weiter. Na, neun Stück. So sieht's auch gut aus. Toll. Wie soll ich um die Ecke kommen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ein schweres Rätsel. Mal wieder für den guten... Also so kommen wir auf jeden Fall darüber. Das ist schon mal klar. So kommen wir auf den Button. Das ist kein Problem. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt habe ich es vergeigt. Ah, verdammte Hacke. So, also. Also der Strahl muss auf jeden Fall hier rein, weil der beginnt nun mal hier. Das heißt, wir können nur ein Portal setzen, um den Weg zu finden. Und wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie rumkommen. Wir können aber weder von dort noch von hier. Warte mal, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr da runter gehen. Ja klar, dass das nicht funktioniert. Wäre auch zu schön gewesen.
Das wäre auch zu schön gewesen. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie rum und wir können nicht durch das Glas schießen. Ah! Oh Gott. So, die Frage ist jetzt, was bringt mir das hier hinten zu sein? Gibt es hier irgendwo noch was, wo man sich festhalten könnte? Wahrscheinlich eher nicht. Machen wir es halt so. Wenn man es schwer haben will, dann macht man es sich leicht, würde ich sagen. Ne, ein bisschen zu weit. Ah, zu weit. So. War doch relativ einfach. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Also gar nichts gemacht. Ich mache mal meine Tests hier. GLaDOS. Also der Test war jetzt schon einigermaßen anspruchsvoll, also auf meinem Niveau auf jeden Fall. So eine Tests sind für einen Einstieg relativ in Ordnung. Wenn jetzt natürlich noch mehr mit Lichtbrücken und so ein Scheiß kommt, dann Prost Mahlzeit. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Was soll ich da noch anfassen? Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, was ist denn? Da hinten. Oh, scheinbar. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich komm nicht hinterher. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ja. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein Portal. Was ich auch immer mit dem jetzt machen soll. Wir haben wieder nur eins zur Auswahl. Das ist natürlich schon mal sehr toll. Das Rote. Lag. Na, ich hasse das. Und wenn es nur 2 Sekunden Standbild ist, dann ist mir scheißegal. Es laggt. Achso, wir müssen ja eh da runter. Nein.
dafür rot. Und wir müssen nach da ganz unten. Ich stelle jetzt mal vor, ist aber hier ab. Wir können ja jederzeit zurück. Der Würfel nicht. Alles klar. Relativ einfach. Dieses Level. Mach mal hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Was? Kamera. Hallo Kamera. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja. Trag das mal in meine Akte ein. So. Ja, ging ja bisher. Also das ist schon einigermaßen okay so. Mit Lichtbrücken. Später kommt noch ein bisschen mehr dazu. Darauf werde ich mich auf jeden Fall sehr viel freuen. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Hm. Können die sich nicht selber verbannen? Wo ist er denn hin? Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß nur nicht mehr, wie es ging. Nein, so nicht. Wir müssen doch irgendwie hinter diese Dinger gekommen sein. Okay, ach, hier oben haben wir doch was. Oh, blöd. Tut mir jetzt aber leid, dass ihr umgefallen seid. So, und jetzt... haben wir noch ein paar Würfel. Da, wieder 3 Stück. Gut, dass wir jetzt können.
wir dann hin? Ich habe falsch gezielt, verdammte Hacke. Das sieht richtig aus. Jawohl. Sieht das schon besser aus. Jawohl. Gut. Ich hätte was erwartet. Hier sieht's auch aus. Oh. Da könnte ich mir sprengen. Ach, hier geht's weiter. Saving. Ah, das hört sich doch immer gut an. Speichern. Ich glaube, das könnte ich auch gleich mal wieder nutzen. Ja. Ich warte mal noch die 2 Sekunden. Vielleicht kommt jetzt noch. Okay. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Gut. Das noch zum letzten Text von GLaDOS. Resonanz aus diesen paar Zellen, sag ich jetzt mal, Testzellen, war ein bisschen besser als das, was ich bisher gesehen habe. Wird langsam anspruchsvoller, mir gefällt das. Ich hoffe, euch auch. Ich werde mal versuchen, ab dem nächsten LP noch ein bisschen mehr über die Rätsel zu reden, was in meinem Kopf so vorgeht. Sozusagen, weil jetzt seht ihr einfach nur, wie ich das Level Stück für Stück spiele und einfach nichts dazu sage, wie ich jetzt die Rätsel im Endeffekt löse. Obwohl es im Moment noch einigermaßen geht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Blackridge Plays Portal 2. Kommentieren, abonnieren, liken, disliken, kennt ihr ja schon alles. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Portal 2, an genau dieser Stelle. Bis dahin wünsche ich euch das Allerbeste, tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Blackridge und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!